Freunde, wie steckt in der Klemme? Doch zum Glück gibt es Klempersteine. Herzlich willkommen. Servus Christian. Servus. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Ich könnte mir keinen besseren wünschen und vorstellen als dich heute. War das Deutsch? Wunderbar. Ja, wunderbares Deutsch war das. Bei uns kann man noch was lernen. Ja, herzlich willkommen zum ersten Q&A, FAQ oder wie auch immer man das nennen möchte. Ihr fragt, wir antworten. Vor ein paar Wochen kam ich drauf, wir haben das noch nie gemacht. Und haben gedacht, ja, ich hatte Lust drauf vor ein paar Wochen. Also ziehen wir das durch. Mittlerweile bin ich mir nicht ganz so sicher, aber jetzt sind die Fragen da. Also machen wir da was draus. Wir wissen noch, was passieren wird. Schauen wir. Falls ihr euch denkt, hey cool, ich habe das irgendwie total übersehen, nicht überrissen. Ich hätte noch ein paar Fragen, dann stellt sie vielleicht unten dann in die Kommentare. Vielleicht machen wir dann ein Follow-up. Oder, weiß nicht, ich beantworte euch das dann privater Natur. Falls ihr eine Frage gestellt habt, die heute nicht vorkommt, dann wird das seine Gründe haben. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Wir wollen versuchen, das kurz und knackig zu halten. Wir haben das in zwei Blöcke eingeteilt. Einmal YouTube, einmal den Laden. Ja. Wollen wir starten? Fangen wir an. Bist du aufgeregt? Nein. Das ist schonungslos ehrlich, muss man sagen. Es ist so. Ja. Aber du bist motiviert. Lass uns loslegen. Okay, er weicht aus. Er möchte nicht meine Gefühle verletzen. Das ist schön. Gut, fangen wir an mit YouTube. Wer sind deine Videopartnerinnen, Mitarbeiter, Freunde, Kunden? Nun, man kann einfach ganz klar und einfach sagen, das sind Freunde und oder Kunden. Und auch Mitarbeiter. Der Simon hat das auch ein paar Mal gemacht. Ja, das ist richtig. Der Simon, wenn ihr euch erinnert, der war ein Mitarbeiter, aber sonst sind es im Großen und Ganzen Freunde und oder Kunden, weil Mitarbeiter in dem Sinn, ich kann verstehen, warum die Frage kommt. Kannst du das auch verstehen? Ja, weil ich immer so oft da bin. Ja. Denkt man, ja, da bin ich ein Angestellter. Genau, das gibt ja auch einen Mitbewerber, der ist gar nicht mal so klein, der hat ein paar Filialen und so, der hat ja auch einen YouTube-Kanal mit mehreren Leuten und die sind ja alle dort fest angestellt. Deswegen kann man natürlich da Analogien ziehen, wenn man den Laden persönlich noch nie gesehen hat, sondern nur das über YouTube kennt, dann könnte man denken, dass das alles meine Mitarbeiter sind, dem ist halt nicht so. Das sind alles wirklich nur Freunde oder halt Kunden, die zu Freunden wurden oder Bekannten oder wie auch immer. Ne? Ja. Ja, muss man wirklich einmal ganz klar sagen, der Laden selber ist einfach wirklich nur, bin ich, mittlerweile der Christian, nicht du, ein anderer Christian und vorher war es der Simon. Kanntest du Christian schon vorher? Nein. Nein. Also es ist nicht so, dass wir jemals irgendwie davor oder so Freunde gewesen wären, sondern Christian kam eines Tages einfach in den Laden und der Rest ist Geschichte. Ne? Ja. Kannst du dich an das erste Mal erinnern, als du in den Laden kamst? Ja, ich habe dir vorhin eine E-Mail geschrieben, weil du hast den Aufruf gemacht, ich würde gerne Schiffe sehen. Ah ja. Und das war dann, ja, ich habe da drei. Das ist richtig. Und dieses Video ist eines dieser Videos, wo ich mich bis heute sehr, sehr gerne zurückerinnere, weil das einfach so obskur war. Auf dieser alten Dudel, auf gut Deutsch, also bei dem Tresen, den ich noch immer habe im neuen Laden, da standen einfach drei fette Schiffe und wir haben einfach drüber geplaudert. Das war einfach total surreal irgendwie. Ja. Ziemlich cool. In anderer Zeit, weniger Sorgen, weniger Probleme. Jetzt ist man älter und weiser. Ja. Tatsächlich kannte ich von allen Leuten, mit denen ich Videos mache, niemanden davor. Bis auf den Maria. Brettspielkanal, die Maria, die ist eine langjährige Freundin. Die kannte ich, aber sonst kannte ich vorher niemanden. Deswegen eben Kunden und oder Freunde. Die Sets werden bei euch ja als privater Eigenbau vorgestellt. Gebt ihr die dann auch zurück? Naja, nein. Ja. Wir geben sie nicht zurück, weil man hat sie uns auch nicht hergegeben. Ja. Also, der Punkt ist ja, oder vielleicht willst du das erklären? Ja, im Endeffekt meistens werden ja die käuflich erworben. Dann werden sie aufgebaut, dann halt hergezeigt und dann, ja. Wieder mit nach Hause genommen. Nach Hause genommen, also ja. Sprich, jeder Gast, der mit mir ein Video macht, stellt sein eigenes Set vor. Also es ist nicht so, und das wird es bei uns auch nie geben, dass irgendwer irgendein Set baut und dann sagt, hey, wollt ihr ein Video machen? Ja, gib her, wir reden drüber, wir machen das. Das wäre nicht ehrlich, das wäre nicht fair und straight und ist auch nicht Sinn der Sache. Es ist einfach immer so, meine Stammkunden wissen das, wenn sie möchten, können sie jederzeit ein Video machen oder ich frage halt neue Leute mal ab und zu, wenn ich das Gefühl habe, hey, das passt. Oder halt beim Christian, wenn der sich jetzt ein Set kauft, weiß ich, ja, es könnte sein, dass da irgendwann mal ein Video kommt oder auch nicht. Das ist ja nicht immer so, aber durchaus relativ regelmäßig. Das heißt, wir brauchen da nichts zurückgeben. Das gehört den Leuten, die das Set vorstellen. Also ehrlicher und direkter geht es auch nicht. Auch hier unterscheiden wir uns vielleicht von manchen Mitbewerbern. Um es jetzt einmal so zu sagen. Entsprechend gibt es auch keinen Maulkorb. Ne? Nein. Ja, die Leute können sagen und tun, was sie wollen. Wir haben auch schon
Sets gesagt, hey, das und das ist unvorteilhaft. Man erinnert sich an den Slubern-Hobel zum Beispiel. Ja, ist einfach so. Das ist ein bisschen für Neue, die die ersten Videos machen, ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist denen komisch und unangenehm. Ich erinnere mich am Anfang an Rage Mike, der macht mit uns gerne Technikvideos. Der hat am Anfang gesagt, bei irgendeinem Set, ja du, das ist das und das Problem, aber das werden wir nicht erwähnen. Sage ich, oh ja, genau das sollst du erwähnen. Und der, ja, aber das könnte dir ja schaden. Ist wurscht. Wir müssen ehrlich und direkt zu euch sein und nur dann entscheidet ihr euch, was ihr daraus macht. Alles andere macht keinen Sinn. Ja. Und diese Trennung von YouTube und Laden, die ist einfach notwendig. Und es macht auch Spaß so. Aber tatsächlich, was macht ihr dann mit den Sets? Verkauft ihr sie auch? Beziehungsweise wie viele Sets habt ihr eigentlich daheim aufgebaut rumstehen? Ich möchte das zuerst beantworten. Ja, ich verkaufe hier im Laden auch gebrauchte Sets mittlerweile, einfach aus Platzgründen. Und ich habe irgendwann mal mich satt gesehen an manchen Dingen und die können durchaus weg. Ich bin da jetzt nicht so emotional gebunden. Ich habe aber daheim dennoch sehr, sehr viel herumkugeln, herumstehen. Ich würde noch mehr herumstehen haben, wenn ich mehr Platz hätte. Aber das ist begrenzt. Und somit, bei mir verwässert das ein bisschen, weil ich ja auch den Laden habe und hier einfach sehr viel ausstellen kann. Also theoretisch habe ich sehr, sehr viel. Wie ist es bei dir? Wie heißt das so schlimm? 3 zu viele. 3 zu viele, ja, ja. Natürlich. Das heißt, dir gelingt es auch nicht, sich von denen zu trennen? Es ist mehr so die Anstrengung, das halt irgendwie auch will haben, herzustellen und herzurichten und nö und dann versenden und bla und puh. Das ist tatsächlich einer der größten Gründe, warum ich das auch nicht über will haben und Co. mache. Weil hier im Laden, ich stelle es einfach hin und da kommt ein Preisschild drauf und wenn es Leute wollen, dann gut. Aber will haben, du schreibst hin und her, dann kommen es vielleicht nicht oder sudern noch und wollen nur irgendeinen Preis verhandeln und tralala. Und für was? Für wieder nichts und wieder nichts. Ne? Aber pack das sie weg. Tatsächlich machst du das schon, oder? Ich habe das jetzt die Woche gemacht. Ja. Okay. Ich habe jetzt ein paar in den Kisten reingetan. Und dann einmal weggeräumt. Baust du eigentlich Sets wieder auf nach einer gewissen Zeit? Nein, ich habe sie als Ganzes weggeräumt. Okay, ja gut. Ja klar, macht auch Sinn. Also ich war da äußerst faul. Ich habe es halt nicht. Bisher, ich habe es ein bisschen teilzerlegt, weil ein paar davon sehr großflächig waren. Ja, natürlich. Dass da ein bisschen mehr reingeht, aber einfach in eine Kiste rein, Deckel drauf, klappeln und dann weg damit. Und so dann am Wochenende dann ein paar von den Reste-Sachen, die ich da habe. Es bleibt immer was übrig, da habe ich auch ein paar Kisten, kommt man das dann rein, kommt auch so ein bisschen Ordnung machen. Für den Herbst und für den Winter. Macht Sinn natürlich, werden doch einige machen. Ich habe eine Kundin in Vorarlberg, das heißt Kundin, eine gute Freundin eigentlich, die kauft ab und zu bei mir ein, wenn sie zu Besuch ist. Und sie sagt mir, jedes ihrer Sets, und sie hat nicht viele, vielleicht eine Handvoll, die baut sie mehrfach über das Jahr hinweg auf und wieder ab. Mehrfach. Das finde ich interessant, weil ich könnte das nicht. Ja, weißt du, vergisst du vielleicht dazwischen durch oder es ist ja egal, es geht nur um das es ja, regnet genau draußen. Das. Ja, genau das. Finde ich super interessant. Ja. Zu den Videos. Wie viel Zeit investiert Christian in seine Recherchen? Also ihr wisst, der Christian ist immer sehr ausschweifend und ihr mögt das auch. Das hat der letzte Test im Prinzip mit unserem Quickie und unserer Normalversion über den Eurofighter hat das ja gezeigt, dass die normale Version eher geschaut wurde als der Quickie. Ja, wie viel Zeit investierst du da? Das kommt drauf an. Ich glaube, mehr als wir da halt dann Video machen. Das ist einmal die diplomatische Antwort. Aber im Endeffekt fangen sie immer damit an, Quellensuche. Weil, sagen wir es einmal so, wie es ist, die große Online-Enzyklopädie ist da nicht unbedingt gerade, was den Inhalt angeht, sehr gut. Also es ist stellenweise auf der englischsprachigen, habe ich jetzt da gesehen, bei einigen Schiffen zum Beispiel, dort paragraphenweise aus einem Buch zitiert, das ich selber schon daheim habe, was auch ziemlich lustig immer ist. Ja. Oder zum Beispiel eine Anekdote war, als wir uns diese 8-8er-Flagge mal angeschaut haben von Kobe. Die deutschsprachige und englischsprachige geht da auseinander, was die Anzahl der Besatzung angeht oder der Personen. Und das liegt daran, dass die englischsprachige Quelle halt dann die Leute mitzählt, die das Auto fahren, die ganzen Leute und das Material transportieren. Also im Endeffekt ist es immer so ein bisschen halt dann, hey, was finde ich darüber, was kann man damit machen? Mhm. Aber ich glaube meistens so die Vorlaufzeit ist mit einer Woche, glaube ich,
relativ gut anzusehen. Ja, wo man ein bisschen was, schätze mal, nach Dienst am Abend ein bisschen was noch richtig, immer nachschauen, ein bisschen was findet, was man lesen kann. Dann muss man auch überlegen, hey, was sind da die wichtigen Punkte, die man haben möchte? Was ist das, was ich mal denke, was Sinn macht und wo macht man auch den Cut-off? Weil sonst sitzen wir ewig da dann dabei und irgendwann steigt man halt auch dann aus. Also das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, zum sagen, hey, was ist das, was wirklich, um einen groben Überblick zum Geben interessant ist? Hm. Und das muss man halt dann aufbereiten und dann herzeigen und rund drüber reden. Das auch indirekt eigentlich schon beantwortet, dass du eben nicht Wikipedia herannimmst, maximal als erster Anlaufpunkt, wenn überhaupt. Beziehungsweise hey, das sind die Quellen, die wir verwendet haben. Ich weiß zum Beispiel, er ist auch da durchaus spendabel und leistet sich das ein oder andere Buch. Und die sind gar nicht mal so günstig, ja, gerade wenn es in die Fachliteratur eingeht. Also da wird schon ein Aufwand betrieben, den ich wirklich respektiere und schätze. Das muss schon so mal gesagt werden. Weil einfach kann jeder. Ja. Eine interessante Frage, wie unsere Meinung zur Formteilmania ist. Also ich gehe mal davon aus, zu der Problematik, die wir einmal bei einem Video erwähnt haben, dass Kobi immer mehr Formteile verwendet. Wie ist da deine Meinung? Im Endeffekt kann ich nur sagen, ich kann mich da wieder nur rausholen und sagen, ich verstehe beide Lager. Die einen sagen, es ist spannender, aus einzelnen oder Systemsteinen die Formen zu bauen, weil das die Herausforderung ist und das Spannende ist und diesen Gedanken des Klemmbausteins mit sich nimmt. Die anderen sagen, naja, aber dann passen die ganzen Proportionen nicht mehr zusammen. Ich hätte doch gerne für meine Seitenleitwerke meine Formteile und fertig. Ja, es ist im Prinzip genau das. Also ich finde schon, dass Kobi hier die Grenzen ein bisschen auslotet. Das ja, ich bin nicht ganz der Meinung, dass sie da schon zu weit gegangen sind, weil man einfach merkt, dass sie doch bei anderen, also bei Flugzeugen, darüber, da kann man diskutieren tatsächlich. Aber bei den Schiffen und bei den Panzern und so weiter sehe ich das Problem jetzt nicht so dramatisch. Im Gegenteil, da ist Kobi auch wiederum eine Firma, die keine Kosten scheut und eigene Steine produziert. Und wenn man mal sich anschaut, was das so eine wirklich hochwertige Mold und halt so eine Form kostet, das ist schon mal nicht wenig. Und das erklärt auch, warum Kobi das kostet, was es kostet. Bei den Flugzeugen muss man halt sagen, die sind halt schnittig und von der Form her einfach fast nicht machbar ohne Formteile. Da muss man natürlich die Grenze ziehen und da kann man schon behaupten, dass sie grenzwertig sind. Oder man schaut halt über den Tellerrand nach Südostasien zu Sluban. Möchtest du vielleicht kurz noch erwähnen, Sluban Abverkauf 50%? Nein, der ist ja fast schon aus wieder. Da ist ja fast nichts mehr da. Wollen wir nicht erwähnen. Aber wenn ihr wollt, wir verkaufen Sluban ab. Aber das ist schamlose Werbung jetzt überhaupt. Aber es gibt tatsächlich ein Beispiel, Entschuldigung, dass ich da jetzt reingrätsche. Es gibt von Kobi, von der Top Gun Serie, was ist das? Die FA-18. Die FA-18, die kam, oder das ist die schwarz mit den blauen Linien, mit der blauen Linie, also recht hübsch, die kam mit dem Seitenruder, Leitwerk. Seitenleitwerk Brick gebaut, die Version, die ich habe. Und jetzt die neue Version hat nur mehr einen Formteil. Da frage ich mich, warum? Warum? Das hätte nicht sein müssen. Es schaut jetzt besser aus. Ja, vielleicht. Aber okay, dann macht es nur Formteile, dann schaut es noch besser aus. Dann kann ich aber auch gleich Revell oder mir ein Airfix-Modell holen. Also Airfix eher, weil Airfix ja natürlich absolut diese Easy-Build-Sachen hat, die sehr in diese Lego-Klemmbaustein-Optik reingehen. Also da gibt es einige Sets davon, die man sich anschauen kann. Unter anderem auch Mavericks. Mustang vielleicht sogar. Die P51. Deswegen, und die habe ich gesehen, manche finden die schick. Ich weiß nicht, diesen Weg, da sind wir bei Kobi noch lange nicht und werden auch nie diesen Weg gehen. Also ja, es ist grenzwertig bei den Flugzeugen. Bei den anderen Themengebieten sehe ich das nicht so schlimm. Dabei noch nicht, ja. Aber wenn man voll auf Brickbuild steht, und da kommen wir jetzt zu der Brücke, die du geschlagen hast, dann bitte, Sluban ist nicht so schlecht. Also gerade das neue Sluban, auch wenn es bei mir jetzt ausgelistet wird, das hat andere Gründe. Das neue Logo ist nicht so schlecht und da gibt es auch gute Panzer und gute Flugzeuge, die allesamt wirklich Brickbuild sind, die nur mit sehr, 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 sehr wenigen Formteilen. Also die Flugzeugspitze und solche Sachen, wie willst du die machen? Die ist ein bisschen problematisch. In dem Maßstab. Das geht nicht anders. Ja. Was möchtest du für deinen Kanal erreichen? Ja, keine Ahnung. Was will ich erreichen? Eigentlich das, was wir bis dato einfach machen, nämlich einfach eine interessante Zeit haben, ein bisschen den Kontakt zur Community finden und Leuten, die einfach Spaß haben, Videos zu machen, eine Plattform zu bieten. Nicht jeder möchte einen eigenen YouTube-Kanal machen. Nicht jeder
glaubt, einen YouTube-Kanal machen zu müssen. Vor allem, das hat ja auch mit, das ist ja auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Nicht jeder hat zu Hause vielleicht die Möglichkeiten. Nicht jeder oder nicht jeder weiß oder manche wissen einfach, dass sie nicht regelmäßig Content raushauen können, dann macht es auch keinen Sinn. Und bei mir ist einfach, wir sind ein Team und da kann man sich untereinander austauschen. Und ihr habt es in der Vergangenheit gesehen, der Carico macht mit dem Enrage-Mike-Videos. Das hat sich einfach so, das sind zwei Kunden, zwei Freunde. Das ist doch schön, wenn man miteinander was machen kann. Ja. Und die Gruppe hat sich verändert, sie ist größer geworden, sind neue Leute hinzugekommen, andere Leute sind gegangen. Du bist ja der längst Gediente, ja. Und quasi von Anbeginn der Zeit quasi dabei. Aber ja, und es werden auch in Zukunft hoffentlich neue Leute dazukommen. Möchte ich regelmäßiger Content machen? Ja, natürlich. Und möchte ich mehr Abozahlen haben? Ja, warum man nicht? Weil das ist auch ein Faktor. Und jeder, der sagt, dass das kein Faktor ist, lügt vielleicht. Es ist kein großer Faktor, aber es ist ein Faktor. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir Spaß haben und mal schauen. Ja, also momentan, werdet es ja eh gesehen haben, passieren nicht so viele Videos. Das hat viele, viele Gründe. Ein Grund ist, dann kann man ja so sagen, es fehlt mir noch immer eine Samstagskraft. Ich habe früher immer samstags die Videos gemacht. Das geht jetzt nicht. Oder halt nur jede zweite Woche. Ich habe jetzt unter der Woche ja den anderen Christian. Der war eigentlich nur für unter die Woche eingestellt. Jetzt springt halt jeden zweiten Samstag ein, weil ich bin ein Chef, der die Regeln ernst nimmt, auch wenn ich im Verkauf bin. Das heißt, er arbeitet nur jeden zweiten Samstag und das auch nur freiwillig, also er muss das nicht. Und deswegen kann ich nur jeden zweiten Samstag Videos machen. Und wenn dann irgendwas nicht passt, wenn es eine Terminkollision gibt, dann ist es halt so, dass wochenlang nichts mehr passiert. Und on top, ich meine, man kann ja nicht erwarten, dass die Leute regelmäßig einfach was kaufen und bauen nur für ein Video. Das geht halt nicht. Weil irgendwann ist man dann bei 4 zu viel. Ja. Wir werden nicht gesponsert. Wir sind auch kein Riesenkonzern, wo man sagt, hey, pass auf, ich habe jetzt da einen Container importiert, da hast du das Set, bau das, wir machen eine Werbung damit. Ist alles nicht bei mir. Bitte, ja, wenn ihr den Christian oder wen auch immer Set sponsern möchtet, dann sei euch das freigestellt. Uns sind da selbst ein bisschen die Hände gebunden. Wir haben Platzprobleme, Geldprobleme, Zeitprobleme, das ist einfach so. Aber das ist das Ziel. Wir wollen da weiterhin Spaß haben, wir wollen euch weiterhin einladen, dass ihr vielleicht die Videos schaut natürlich oder aber auch mit uns Videos macht. Und jetzt eine Frage, ist ganz lustig, weil ich glaube, ich habe die schon dreimal beantwortet unter Videos. Ich glaube, wir werden die jetzt ein letztes Mal beantworten. Dann ist das hoffentlich wirklich ein für alle Mal geklärt und geregelt. Jetzt ehrlich, ist die Doppelkonferenz mit Christian bei Was gibt es Neues in der Klemme wirklich spontan? Nicht böse sein, aber ich glaube euch das nicht. Vor der Linse ist man normalerweise recht flott, Schmähstart. Ihr aber zündet jedes Mal ein Gag-Feuerwerk. Naja, müssen wir die Wahrheit sagen. Ne? Ja, leider. Also das wird jetzt die nächsten Varianten alle schlechter werden, weil unsere ganzen Skriptschreiber, die wir haben, sind natürlich alles bei der SAC-Auftragsarbeit, ja, oder wie sie heißt, und die, ja, streiken gerade alle. Also somit, ja, die ganzen, das sind ja Leute, die auch für Jimmy Fallon oder so, die Gags schreiben, und die streiken gerade alle, also keine Ahnung, ja, lustig gibt's gerade nicht. Ist schwierig. Also wir haben früher, als der Stefan Raab mit TV Total aufgehört hat, gab es ein ganzes Team, die hatten keinen Job. Und die haben mich angeschrieben und gesagt, ja, kommst zu mir, ich kann euch gut gebrauchen. Die haben gute Arbeit geleistet, dann wurden wir besser, haben die wieder gestanzt und haben dann eben Hollywood-Schreiber geholt, die auch für Saturday Night Live schreiben. Die streiken jetzt aber. Ich meine, ich habe sie nach österreichischem Recht behandelt, aber anscheinend ist das nicht gut genug. Bitte, soll so sein. Ja, nee. Also, ganz ehrlich, wir sind einfach spontan. Man merkt es, wir reden oft Blödsinn. Manchmal schießen wir übers Ziel hinaus, manchmal sind wir nicht so lustig, einfach weil wir einfach spontan sind. Ich glaube, wir könnten das gar nicht. Also ich weiß de facto, ab und zu gibt es einen aufgelegten Witz. Ich erinnere mich da an den Louis Stéphanet-Gag bei diesen einen Citroën. Der hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, das haben wir uns vorher ausgemacht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das wirkte aufgesetzt und hat nicht gepasst. Nein. Ja, doch. Oh. Ja, ja. Tatsache ist allerdings, wir machen jetzt nicht erst seit gestern Videos, zumindest der Christian und ich, wir machen ja schon sehr, sehr lange Videos, schon 3-4 Jahre, und wir haben hunderte Videos hinter uns. Irgendwann mal bekommt man Routine. Und bei uns hat es auch sehr, sehr ruhig begonnen, sage ich mal. Ich erinnere mich an alte Videos im alten Laden noch, wo wir einfach nur jedes Set auf die Tresen gestellt haben und uns das Bild angeschaut, das Cover, die Schachtel, haben wir ein bisschen was darüber geredet, manchmal was lustig, manchmal was einfach, haben einfach erklärt, was da ist. Und dann
entwickelte sich ein Humor, den ich dann irgendwann einmal an die Spitze getrieben habe. Wo ich dann einfach sage, okay, ich rede jetzt einfach diese halbe Stunde, Stunde Blödsinn. Hoffentlich ist es lustig für euch, wenn nicht, dann ist es halt so. Ist nicht für jeden lustig. Ich erinnere mich an einen Kommentar, der hat geschrieben, unser Humor ist etwas fragwürdig. Eigentlich ein schönes Kompliment. Denn weichgespülter Humor ist eher langweilig. Ja, wenn ich Humor mache, wo ich nicht irgendwo anecke, dann heißt das auch, dass ich andere Leute wiederum nicht erreiche, weil der dann einfach weichgespült ist. Das ist meine Philosophie. Ja, wir sind grenzwertig, ist aber auch so, wir könnten nur viel schlimmer. Wir haben weder einen Teleprompter, wie auch immer, wir machen uns vorher nichts aus, sondern es passiert halt einfach. Muss man wirklich so sagen. Und Schmähstart, naja. Auch hier wieder, wir haben hunderte Videos hinter uns, mittlerweile sind wir relativ souverän vor der Kamera. Und gerade ich bin mittlerweile, muss man schon sagen, sobald die Kamera läuft, recht motiviert. Ja, recht motiviert. Auch hier kann ich mich erinnern, ganz kurz noch einen kleinen Schwenk was sagt man dazu? Es gab vor kurzem einen Event, ja, ein Business-Event. Es gab bei uns die lange Nacht der Bezirke. Im Zuge dessen wurde hier in der Brigittenau wurden manche Firmen, wurde denen ein Business Award verliehen. Ich bekam einen davon. Und dann ging ich natürlich hin und dachte, ja, es gibt gratis Buffet, das nimmt man natürlich mit. Und ich ging da hin und beim Eingang wurde dann gesagt, dass ich da noch eine Rede halten muss, zumindest ein Interview führen muss. Und das war für mich, okay. Und 5 Minuten später stand ich auf der besagten Bühne und es hat dann irgendwie Klick gemacht und ich habe das einfach runter gesprochen, wie auch immer, weil da einfach die Souveränität da ist. Ja, das ist einfach so mittlerweile. Meine Anfangszeiten waren nicht so, mittlerweile habe ich damit keine Probleme. Ihr dürft es ja nicht vergessen, ich habe noch einen zweiten Kanal, ne, mit Brettspiele, wo ich dann auch 2-mal die Woche regelmäßig Videos auflade. Also man kriegt da schon ein bisschen Routine. Du hast dich auch verändert, ne? Richtig. Ja. Also, wenn man sich das Schiffe-Ding anschaut, zu damals und jetzt. Ja, also und deswegen, nee, bitte, glaub uns das, alles was wir tun ist ehrlich und wurde noch nie in irgendeiner Art und Weise vorher ausgemacht. Das, was wir uns vorher ausmachen, ist bei den normalen Videos, was stellst du dir vor, worüber willst du reden? Dann gibt er mir quasi ein kurzes Exzerpt, ein Inhaltsverzeichnis, damit ich ungefähr weiß, was er reden will. Und dann geht's los. Ja, that's it. So, off records. Was muss man tun, damit man ein Klemme-T-Shirt kriegt? Also jetzt nicht unbedingt das, weil das ist vom Brettspielkanal. Es gibt ja noch andere. Lieber Freund und Community-Mitglied, der Klaus. Klaus will nur Klemmen, hieß er, jetzt ist er ja der Held der Schweine. Der hat damals einen Spreadshirt-Shop ins Leben gerufen. Da hat er ohne monetäre Hintergedanken hat er eben die Designs gemacht, weil es ihm einfach Spaß gemacht hat und die konnte man kaufen. Ein paar haben das auch wirklich getan. Der ist jetzt deaktiviert, meines Wissens nach. Wenn da wirklich Interesse bestünde, könnte ich ihm lieb bitten, dass er den wieder reaktiviert. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Dann könnte man das tun. Prinzipiell, ich selber finde Merchandise irgendwie weird. Mhm. Ich meine, wer sind wir schon? Wir haben die hier, weil wir ja immer bei der Brettspielmesse in Essen sind und das ist halt schon so, da wollen wir uns natürlich präsentieren. Das ist halt quasi wie eine wandelnde Litfaßsäule. Ne? Ein bisschen ein Werbeplakat auf 2 Beinen. Und und T-Shirts kann man immer gebrauchen. Aber wenn ihr das möchtet, dann kann ich mit dem Klaus reden, vielleicht geht da was. Gut, machen wir den Laden. Ist er eh noch dabei? Bist du auch noch dabei? Gell? Ich bin auch dabei, ja. Die erste Frage ist relativ schnell beantwortet. Ich habe in einem Podcast mal gehört, dass ihr plant, auch Tabletops anzubieten. Meine 2 Fragen dazu. Stimmt das? Habt ihr das schon umgesetzt? Und wenn ja, hättet ihr auch das Lego Tabletop Brick Wars im Angebot? Also wir reden hier von Wargaming Tabletop. Also Tabletop ist tatsächlich so Warhammer oder jetzt zum Beispiel Star Wars Shatterpoint oder X-Wing oder wie sie auch alle heißen. Also ich weiß nicht, in welchem Podcast ich das hätte sagen sollen. Ich war noch nicht in vielen Podcasts. Ich war mal in einem bei Let's Bricks, da ging es eher um Klempersteine. Vielleicht habe ich da auch über Brettspiele geredet, das mag sein. Nee, ist so nicht geplant. Es ist doch tatsächlich so, dass mein Brettspielbereich im Laden eher zu Euro-Games und Mary-Style-Games tendiert im Hobbyisten- und Familien- und Expertenbereich. Tabletop ist eine ganz eigene Welt. Wo man dann gleich mal dort ist, wo man Farben braucht, wo man Pinsel braucht.
Feile. Und. Hobbymesser, Spachtelmasse. Ja. Und du brauchst ein wiederkehrendes Publikum, das sich eben neues Zeugs kauft. Und das geht halt schwer, wenn du mittendrin wo einsteigst. Ich habe das jetzt gemacht bei Star Wars Shatterpoint, als das ging für ein paar Wochen wirklich live. Also das kam auf den Markt, da war ich mit dabei. Also da macht es Sinn, dass man sagt, okay, wenn einer bei mir dann das Grundspiel kauft, dann kauft er sich auch die Erweiterungen. Ist nicht passiert, habe ich gemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Deswegen wird das auch in Zukunft überhaupt kein Thema sein. Entsprechend auch Brick Wars. Hier haben wir es angeschaut, ist lustig, aber na, passt zu uns nicht. Aber Brettspiele aus Klempersteinen und sei es auch wirklich tatsächlich so Tabletop-artig oder Dungeon-Crawler-mäßig, das kann schon interessant und lustig sein. Ich habe sogar einen Kunden, der holt sich da immer Zeugs, weil Lego selbst hatte mal so eine Art so Dungeon-Crawler. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß. Das haben sie natürlich schnell mal wieder eingestampft. Der macht jetzt Erweiterungen für seine Kinder und so weiter. Ist eigentlich ganz cool. Wie kam es zu der Idee, einen Bausteinladen zu machen? Wann und wie wurdest du auf ernstzunehmende Lego-Alternativen aufmerksam? Also der zweite Part ist relativ simpel. Ich habe einen guten Freund, der hat sich öfters ins Ausland, wollte ich fast sagen, nach Burgenland, das ist nicht unbedingt Ausland, da wohnt seine Mama und da ging er halt hin und Burgenland ist ein bisschen auch, was Internet angeht, Neuland dort, also da gab es kein Internet. Ja, und immer die alten Kamelen wie keine Ahnung, Doom und Quake zu spielen, ist halt auch Fahrt. Also hat er sich irgendwas gesucht. Lego war ihm zu teuer, hat ein bisschen umgesucht und kam dann auf Shimbao. Ich meine, da ist jetzt die Frage von ernstzunehmenden Alternativen und ich komme mit Shimbao. Mir ist die Ironie bewusst. Aber das war halt das, was er halt hatte. Das war irgendwie so ein Alien von H.R. Giger. Er ist ein großer Fan, ich fand das ziemlich cool und dann gab das eine das andere. Und wie kam es zu der Idee, einen Bausteinladen zu machen? Ganz simpel. Ich wollte mich immer schon selbstständig machen. Ja, es braucht aber die richtige Idee und man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Mittlerweile bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das geschafft habe, aber damals dachte ich, das ist eine gute Idee und ich hatte auch die Möglichkeit, weil, ich kann nicht sagen, Gott sei Dank, du wirst die Story kennen, ich muss eigentlich sagen, leider, mein Stiefvater, das ist eigentlich meine Bezugsperson schlechthin, war 2019 sehr, sehr schwer krank, also ich möchte nicht ins Detail gehen, aber die Ärzte gaben ihm eine 6%ige Überlebenschance, also nicht sehr hoch. Und natürlich war ich während dieses Jahres relativ oft bei ihm zu Besuch, fast täglich im Spital und dann redet man halt über Gott und die Welt und natürlich über neue Hobbys und Ideen und so weiter. Und der hat sich das angehört und irgendwann hat er gesagt, du weißt was, ich werde dir das Geld jetzt geben, damit du jetzt den Laden machen kannst. War mir natürlich äußerst unangenehm, weil er lebt ja noch, ich möchte jetzt noch nicht erben. Aber er war der Meinung, ja, besser jetzt als vielleicht in ein paar Monaten und dann ist es zu spät. Nutze die Chance. Also habe ich das getan und habe dann das in die Hand genommen und habe den Laden eröffnet, weil ich damals wirklich dachte, das ist eine gute Idee. Und Happy End, wenn man so möchte, das war 2019, jetzt haben wir 2023 und mein Stiefvater lebt noch immer. Also er hat die Statistik ein bisschen sogar aufgebessert, muss man sagen. Ja. Ist sehr, sehr schön. Dazu möchte ich sagen, bitte, ja, glaubt mir das. Ruft ab und zu eure Eltern an, euren Bruder, eure Schwester, Freunde, wie auch immer. Es klingt so abgedroschen, ich weiß. Aber glaubt mir, das ist gibt manchmal dann Momente im Leben, wo man sich denken würde, hey, hätte ich doch. Fallt nicht in diese Falle hinein. Dieses hätte ich doch ist schlecht. Macht. Ja? Nur so als nebenbei. Nach welchen Prinzipien wird ausgewählt, welche Sets und welche Steine von dir als Händler eingekauft werden? Ja, man kauft halt die Marken, wo man denkt, dass die ankommen. Und man kauft dann da die Sets, wo man denkt, dass die beim eigenen Publikum ankommt. Ganz simpel. Es gibt ein paar No-Brainer, sage ich mal, also wie zum Beispiel Mold King oder Kobi. Wie Kobi und Kada, wo man sagt, ja, das kennt jeder. Das ist auch etwas, was man, sobald man sich mit Alternativen beschäftigt, kommt man da drauf. Das sind einer dieser... Das ist Fluch und Segen, weil gerade Kobi hat gefühlt jeder. Kobi hat wirklich jeder. Kada... Im Prinzip auch und Mold King ebenso. Und das sorgt auch dafür, dass hier der Preiskampf sehr, sehr stark ist. Und dann kommt man schon in Nischen, wo man dann schauen muss, okay, was will das eigene Publikum? Bei mir, ich habe ein bisschen was von Balodi und von Lotz. Das gefällt den Leuten bei mir. Deshalb habe ich das. Ich habe Nanoblocks, das kommt recht gut an. Und noch ein paar andere Marken, wo man dann auch mal daneben liegen kann. Ja, das ist ganz normal. Man holt was rein, wenn man denkt, hey, das ist cool und das interessiert dann niemanden. Aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich, viel ist aus der Historie gewachsen, weil
Seinerzeit habe ich ja nicht selbst importiert, sondern da hat noch alles irgendwie gepasst, war die Welt noch heile, da gab es genug Mitbewerber, die Business to Business gemacht haben. Business to Business gemacht haben, da hat man halt die Ware von dort bezogen. Hat natürlich auch dazu geführt, dass jeder dasselbe hatte, aber ist ja prinzipiell jetzt nicht schlecht. Als stationärer Laden will man ja das Umfeld quasi mit den Sets bedienen und da ist ja wurscht, was jemand irgendwo hat, sondern ich habe halt das für die Leute im Umkreis. Das hat sich natürlich dann verändert ein bisschen. Und welche Steine ich als Händler einkaufe, der wird wahrscheinlich auf der Brickwall angespielt. Momentan haben wir eine Brickwall von knapp 3000 verschiedenen Steinen, damit bin ich europaweit schon sehr, sehr groß. Welche Steine ich kriege nach Verfügbarkeit. Also mittlerweile, ich schreibe meine Agentin in China an, ich hätte gerne die Steine und es gibt 3-4 Hersteller, wo ich dann einfach dann die Steine beziehe, weil nicht jeder hat alles. Und selbst wenn er es theoretisch hätte, muss nicht sein, dass er es in dem Moment hat. Mhm. Also wir haben Steine von Kader, von Panlos, von Wangi, von verschiedenen anderen noch. Ist mir jetzt entfallen. Shimbao vielleicht sogar, weiß ich gar nicht. Macht ja nichts. Welche unvorhergesehenen Hürden sind dir erst nach der Geschäftsgründung begegnet? Naja gut, ich bin da quasi einfach ins kalte Wasser gehüpft, man lernt halt viel dazu. Unvorhergesehene Hürden ist halt immer die Frage. Du meinst so eine Pandemie? Genau, also die Pandemie, die konnte ich so nicht wirklich vorhersehen, obwohl sie schon 2 Monate später bei mir an der Tür anklopfte, sozusagen, wie bei allen. War ein super ruppiger Start, aber dem habe ich auch dann das zu verdanken, dass ich den YouTube-Kanal gemacht habe. Das war quasi die Flucht nach vorne. Das konnte ich nicht wissen. Und dass der Markt sich sehr, sehr schnell dynamisch verändert, konnte ich auch nicht wissen. Also heute gibt es im Gegensatz zu früher nur noch, eine Handvoll ist viel zu viel, 2-3 Finger voll Mitbewerber, die wirklich importieren und auch B2B machen. Und davon gibt es vielleicht eineinhalb Finger, die das auch in einem vernünftigen Rahmen machen. Welche Gründe das auch immer hat, das weiß ich nicht oder spielt jetzt auch keine Rolle jetzt. Aber es ist halt schon so, dass man, wenn man jetzt keine Ahnung hätte von der Materie und sich die Preise ansieht, man denken könnte, ups, der will mich an langer Hand irgendwie verhungern lassen, so friss oder stirb. Es wird so nicht sein, weil der hat ja auch nichts davon, wenn seine Kunden verrecken. Aber es fühlt sich so an, deswegen sind die wenigen, die was anbieten, wo man sagt, ich weiß nicht. Das kann ich machen, wenn ich ein super kleiner Laden bin und das ist dann relativ wurscht, dann beziehe ich meine Waren gut ist. Bei mir ist es ein bisschen was anderes mittlerweile. Deswegen gab es letztes Jahr den Wechsel zum Eigenimport. Ich konnte also nicht unbedingt wissen, dass mir ein großer Mitbewerber einen 6-Kilo-Brief schickt mit du. Und ich konnte auch nicht wissen, dass man, obwohl man im Recht ist, das Recht nicht unbedingt bekommt. Das muss man sich ja kaufen. Konnte alles nicht wissen. Das sind so Hürden, mit denen man so nicht rechnen konnte. Und darüber hinaus, wir haben jetzt Strom- und Gaserhöhung, wir haben Mieterhöhungen und wir haben Einbruch nicht im Umsatz, aber in der Gewinnspanne. All das führt dazu, dass man jetzt irgendwie nicht gut schlafen kann und nicht weiß wohin. Aber ist ein anderes Thema. Genau. Welche Set-Themen sind deinen Augen am besten abgedeckt und bei welchen Themen hingegen deckt das Angebot die Nachfrage noch zu wenig? Vielleicht möchtest du da, du kennst ja ein bisschen so den Markt auch, ne? Ja, ich meine, wenn du was trinken nicht. Ja, so, deswegen trinke ich mal. Keine Ahnung, ich meine natürlich, die Militaria-Sachen gehen bei Kobi relativ gut, wobei auch Kobi inzwischen schon sich ausbreitet in, sagen wir jetzt mal, die 1-12 Autos. Jetzt bin ich gespannt, was das nächste ist, was sie dort dann machen, dass gescheit ist, also der nächste Themenblock, den sie sich ausdenken. Was natürlich auch ziemlich noch ist, ich weiß nicht, wie es ist, sind ja diese ganzen Dinosaurier, da sind die inzwischen wieder eingeschlafen. Sie sind mittlerweile wieder eingeschlafen, das sind auch gut abgedeckt. Also ich würde sagen, Dinos, Autos, Militär, Mittelalter, Science Fiction, das ist alles relativ gut abgedeckt. Weniger gut abgedeckt. So Standard City und Bauernhof-Themen, oder? Ja, hat seine Gründe natürlich. Jetzt haben wir dann mit Kittycraft vielleicht einen potenziellen Abdecker, der diese Sachen abdeckt. Public Announcement, auch Kittycraft wird es bei mir in der Klemme geben. Ja, es gibt dann vielleicht ein paar extreme Sparten, zum Beispiel asiatisches Mittelalter, das ist nicht so gut abgedeckt. Aber weiß ich nicht, höchstens durch Wangi. Ja,
Generell Architektur, ich glaube, da würde noch einiges mehr gehen. Wangi macht da viel, aber das kann auch nicht alles sein. Ansonsten, wir sind eigentlich recht gut unterwegs. Wir haben auch mittlerweile sehr viele Sparten, die abgedeckt werden, wo man sich denkt, okay, hätte nicht damit gerechnet. Also du kriegst ja alles jetzt. Ich habe letztens einen Bestellschein gekriegt, wo du nur Kaffeemaschinen bekommst. Also angefangen von klassischen Kaffeemaschinen bis hin so diese Siebträger Espresso, na bumsi. Ja, alles Mögliche. Oder Kameras, Videokameras. Ach so, ja, die Objektsachen, losgetreten von dieser Spielekonsole aus Japan. Genau, und Co. Okay. Brick Van Vienna hat einmal eine Bohrmaschine vorgestellt, die wirklich einen Akku, also einen Motor eingebaut hat, die quasi funktioniert. Du kannst damit nichts bohren, aber. Ne? Also, du kriegst alles mittlerweile. Also. Es mag sein, dass es das ein oder andere Thema gibt, was noch nicht so abgedeckt ist, aber in Wahrheit, ich glaube, alles, es gibt alles. Ja, dann gibt es noch ein paar weitere Fragen noch. Werden offizielle Klemmabende kommen? Schwieriges Thema. Also ich verstehe, worauf der Kunde hinaus möchte, weil ich den Kunden persönlich kenne. Nona. Also Klemmabende in der Klemme ist schwierig. Es gibt Brettspielabende, das ist ganz okay. Wir sind auch einmal im Monat beim Paradise am Üppenplatz. Das ist eine Spielbar, wo wir eben spielen. Und denen stört es aber nicht, wenn wir in der Klemme auch Brettspiele machen. Bei den Klemmbausteinen ist es ein bisschen schwierig. Ich war ja Gründungsmitglied von einem Verein, den Helfenden Stein. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der auch Ausstellungen macht, wo es jetzt auch ein Vereinslokal gibt. Und dort eigentlich gibt es, ich glaube, zweiwöchig, also ne, jede zweite Woche gibt es dort einen Klemmbausteinabend, wo man auch dort was klemmen kann. Also, und ich bin Gründungsmitglied gewesen, das war auch meine Idee damals. Ich habe dann den Peppi-Onkel ins Boot geholt, das ist der Obmann vom Verein. Mittlerweile bin ich weg vom Vorstand, bin nur mehr ein normales Mitglied. Aber es wäre irgendwie komisch, wenn ich sage, okay, es ist der Verein da, aber ich mache trotzdem mein eigenes Ding. Kommt nicht. Käme nicht gut an, wäre irgendwie nicht so geil, oder? Deswegen ist schwierig. Aber ich kann es natürlich verstehen, wenn man sagt, hey, ich möchte mich in kleiner Runde treffen, ich möchte vielleicht dann irgendwas bauen. Ich weiß es nicht. Ich würd es zumindest nicht tun, bevor ich mit dem Vorstand vom Verein gesprochen habe. Vielleicht sagen die, ja, dann passt eh, gib uns Bescheid, vielleicht ne, kann man das hin und her wechseln. Oder halt, wenn es da keine Terminkollisionen gibt, kann man ja sagen, okay, gut, wenn ihr möchtet, die Woche ist bei der Klemme was, da wird irgendwas gemockt, dann, ne? Also offiziell ist nichts geplant, aber ich kann das einmal besprechen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ja, also ich möchte auf alle Fälle niemanden irgendwie, auf die Schuhe treten. Vor den Kopf stoßen. Oder so. Das tut man nicht. Wer ist dein Lieblingskunde? Dann sagt Rico natürlich. Naja, natürlich. Und alle anderen auch. Lieblingskunden habe ich nicht. Ich habe aber einigen Kunden sehr, sehr viel zu verdanken. Da brauche ich jetzt auch keinen Namen nennen. Ich glaube, die Personen wissen das auch, wenn sie zuschauen. Ich bilde mir ein, sie werden sich das Video anschauen. Vor allem ein Pärchen, das mich durch die dunkelsten Stunden des Ladens allein getragen hat, muss man fast schon sagen. Also wenn ihr wüsstet. Es gibt auch einen Doktor in Deutschland, der sehr geholfen hat als Kunde. Und als Freund. Und es gibt ein paar, die da wirklich sehr viel tun, aber im Prinzip ist es die Masse. Jeder einzelne Kunde, dem es lieber ist, zu mir zu kommen und bei mir was zu kaufen oder bei mir was zu bestellen, anstelle bei Temu, Amazon, AliExpress und Co., ist mein Lieblingskunde. Weil wegen euch mache ich das und wegen euch bringt mir das was. Und ganz simpel, oder? Ja. Aber natürlich, ne? Umso mehr Geld man ausgibt, umso lieber habe ich sie. Ne? Das ist auch klar. Ne? Ja. Hall of Fame. Natürlich. Mich würde interessieren, welche Marken aus deiner Sicht in der Klemme gut laufen und welche eher weniger gut. Ja, Kobi läuft gut. Nanoblocks von Kawada laufen sehr, sehr gut. Kader mit großen Abstrichen schon. Lotz läuft gut. Balodi. Mit Abstrichen, aber auch gut. Schimmelkönig. Na, Moldking, okay. Die Autos bisschen, auch nicht? Naja, geht so. Gar nicht gut laufen bei mir so Dinge wie Shihui und Winner und Sluban.
aber auch Sembo, wobei bei Sembo bin ich überhaupt nicht mehr up to date, das hat seine Gründe, aber ja, es gibt halt Marken, wo ich auch dachte, hey, das wird einschlagen wie eine Bombe, aber darf man das heutzutage noch sagen? Das wird funktionieren wie sonst was. Hat halt dann nicht funktioniert. Ja, es ist, ist halt so, ja. Aber im Prinzip, es könnte alles besser laufen. Ja, das, da kommt jetzt mein Händler durch. Es kann alles besser laufen, aber es gibt manche Dinge, die gut funktionieren unter den Umständen. Warum verkauft die Glamour kein Lego? Na ja, gut. Abgesehen davon, dass ich dieses Jahr einen 6-Kilo-Brief bekommen habe, der mir ziemlich auf die Finger geklopft hat und auch schon sehr geschäftsschädigend war, vor allem im Online-Vertrieb nach Deutschland und in Österreich. Ich glaube, das hat man vielleicht mitbekommen, wenn man sich den Webshop anschaut. Da gab es einen ziemlichen Kahlschlag. Bin ich auf der Firma noch weniger gut zu sprechen als eh schon. Nur kleines Addendum, ich möchte da jetzt überhaupt nicht in die Tiefe gehen. Ich habe nicht wirklich viel Böses gemacht. Es gab ein paar Dinge, wo man sagt, da war ich schlampig, das hätte nicht sein sollen, hätte nicht sein müssen. Aber sehr, sehr viele Dinge, na, hätte mein, das ist übrigens ein guter Anwalt, hätte sagen können, hey, das könnten wir sogar gewinnen vor Gericht. Kostet halt im mittelstelligen, also ne, im mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Und selbst dann, ne, könnte noch das schief gehen. Das mache ich nicht. Interessiert mich nicht. On top muss man wissen, der Fachhandel und Lego, das ist so eine Geschichte. Du kannst nicht wirklich viel Geld damit machen. Und damit meine ich wirklich nicht viel Geld. Wenn du schon anfangen musst, minus 35% auf die neuen Sets draufzuhauen, um überhaupt annähernd eine Chance zu haben, vergiss es. Interessiert mich nicht. Ich finde auch, ich denke auch, die Lego hat, die Firma hat kein Interesse am kleinen Fachhandel, ist meine Meinung. Ich glaube, die wollen ihre eigenen Geschäfte haben. Und den großen Abnehmer. Und dann halt dann den Müller und Co. halt ja, bedienen und glücklich mit denen sein. Aber um jetzt das noch abschließend als diplomatische Antwort, es gibt so viele Marken. Und ich hatte als Ziel, als Konzept eben die alternativen Hersteller den Leuten in Wien näher zu bringen. Ich hatte zeitweise über 30 Anbieter im Laden. Ich könnte 60, 70, 80 Anbieter haben. Es gibt genug zu tun. Da brauche ich den Global Player nicht. Ja, zwei kleine Fragen noch. Absatzmäßig, wie ist das Verhältnis Spiele zum Klemmbausteine? Naja, es kommt drauf an. Online ist ein bisschen besser. Offline würde ich sagen 90-95% Klemmbausteine. Liegt daran, dass in Wien gibt es schon alteingesessene Brettspielläden. Und wenn ich regelmäßig dort meine Brettspiele einkaufe, warum soll ich da zu einem anderen Brettspielladen gehen? Macht ja kein Mensch. Ist auch logisch, ist auch verständlich. Ich bin da der Neue, ich grätsche da rein, ich muss um jeden einzelnen Kunden kämpfen. Das kostet Zeit und Kraft und Energie und wird noch ein bisschen dauern. Aber ich bin guter Dinge, dass das besser wird. Und bei den Klemmbausteinen kennt man mich halt oder nicht. Das läuft halt einfach besser. Wenn man in die Klemme kommt, geht man wegen Klemmbausteinen in erster Linie. Online ist ein bisschen anders. Ja. Online ist es so, dass... aber auch nicht viel besser, da könnte ich sagen, vielleicht 75-25 für Klemmbausteine. Wie geht es im Laden weiter? Welche Pläne hast du? Das würde jetzt sehr, sehr weit führen. Vielleicht kann ich dazu mal ein eigenes Spezialvideo machen, wenn ihr möchtet, oder ein Livestream, wo wir darüber reden können. Aber der Laden wird sich verändern. Der Laden hat sich in der Vergangenheit verändert, im Hintergrund, also ne, vom kleinen, einen großen Laden, von jemandem, der die Ware bezieht, hin zum Eigenimportladen. Dann kommen die Brettspiele dazu. Hier haben wir eine Dynamik und das wird sich auch in den nächsten Monaten und Jahren verändern. Oder andersrum, ich sage mal so, nächstes Jahr wird es den Laden so noch geben. Ob es ihn übernächstes Jahr gibt, das wage ich zu bezweifeln. Zumindest nicht in dieser Art und Form. Es gibt viele Möglichkeiten. Es kann sein, dass ich mich wieder verkleinere. Es kann sein, dass es einen ziemlichen Kahlschlag gibt bei den Klemmbausteinen, dass da sehr viel rausfliegt und stattdessen die Brettspiele größer werden. Es kann sein, dass ich mich dass ich wieder wegziehe, wo es einfach viel günstiger ist. Vielleicht in so ein Souterrain, um einfach dort mehr Platz zu haben, aber günstiger. Und dann halt online vielleicht forcieren oder halt Lagerverkauf, wie es manche sehr gerne machen. Es kann sein, dass es so bleibt. Es kann sein, dass es komplett anders wird. All diese Dinge. Das Problem ist natürlich, wir haben jetzt Mieterhöhung wieder bekommen. Das ist die dritte in diesem Jahr. Mittlerweile zahle ich so viel Miete, dass wenn ich damals, als ich den Vertrag unterschrieben habe für diesen Laden, wenn ich damals schon gewusst hätte, dass ich so viel zahlen muss,
wäre ich gar nicht zur Besichtigung gekommen. Das hätte mich überhaupt nicht interessiert. Jetzt bin ich aber da, ich kann nicht einfach weg. Na, es gibt viele Möglichkeiten, viele Probleme. Ich bin durch die Containergeschichte letztes Jahr hoch verschuldet. Und das lässt mich auch jetzt eigentlich die meiste Zeit nicht gut schlafen. Ich habe andauernd Bauchweh und weiß nicht, wie es weitergeht. All diese Dinge seien nun mal so nebenher gesagt. Wenn es da Interesse gibt, kann man gerne mal drüber reden. Aber genauer Pläne aber nicht. Ich bin aber jemand, der immer sehr analysiert und schaut und tut und überlegt, wie sich das alles entwickelt. Nächstes Jahr wird sehr, 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 sehr herausfordernd. Und es kann sein, dass es da auch eine drastische Veränderung geben wird. Oder auch nicht. Ja, das war's. Das war's, ja. Das war's im Großen und Ganzen. War ja doch nicht so schlimm, oder? Nein. Hast du noch eine Frage? Nein. Okay. Gut. Gut, wir machen das. Machen wir Abmoderation. Ja. Sehr schön, lang genug. Gut, ja. Vielen Dank, dass ihr uns treu seid. Wenn ihr möchtet, dann bleibt uns auch weiterhin treu. Empfehlt uns weiter, schaut vielleicht vorbei. Schickt dem Christian ein paar Kobi-Sets zum Vorstellen. Ne? Warum nicht? Kann ja lustig sein. Oder so. Oder irgendwelche anderen Sets. Guan. Als Vergleich, warum nicht? Fu. Ja, Fu Manchu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann.